Hallo meine Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid. Es ist soweit, es geht weiter. Die nächsten Mods für den MAN TGX 2020 sind am Start und man muss wirklich sagen, die Community ist echt fix unterwegs. Und jetzt haben wir ein kleines Add-on für unseren LKW. Der Aufbau oder 2-Body-Mod wurde ein kleines Add-on hinzugefügt, 27 MB, aber das ist noch nicht im Steam Workshop mit integriert. Das wird wahrscheinlich die nächsten Tage kommen. Auch die ganzen Lackierungen, die wir von Fabian haben, für die LKWs sind auch noch nicht aktualisiert. Aber ich wollte euch trotzdem ganz kurz nur, ganz kurz, dass dieser LKW auch jetzt als Gliederzug oder Wechselbrücke benutzt werden kann. Und wer selber gerne Gliederzug oder Wechselbrücke fährt, der kann gerne mal ein Däumchen da lassen und sagen, warum er das macht. Ich sehe es immer so als Alternative, ein bisschen Abwechslung und eine kleine Herausforderung. Bevor ich aber weitermache, nicht alle Sachen sind oder werden unterstützt, hier oben die Aufbauten, wenn ihr noch andere Mods habt, das funktioniert zum Teil, auch hier, das ist auch noch nicht so hundertprozentig. Und ich gehe jetzt nicht rein und zeige euch, wie das da zusammengebastelt wird. Weil ich habe ein Problem. Wenn ich eine Aufnahme mache, komischerweise, und ich hier diesen Container raufsetze, stürzt bei mir das Spiel ab. Oder es liegt daran, weil ich schon einen habe und wenn ich den zweiten mache, dass er da Probleme hat. Ich will es ja nicht nochmal ausprobieren. Ich wollte es euch nur sagen, falls ihr mehrere zusammenbaut, kann das dazu führen. Probiert es einfach mal aus und ich würde sagen, komm, wir machen eine kleine Runde und setzen uns mal rein. Hier, die Kamera funktioniert. Die Optik View oder die Seitenspiegel, die werden auch noch nicht unterstützt oder kann man noch nicht auswählen. Das ist nur ein kleines Add-on und ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir überhaupt solche Möglichkeiten haben. Ich fahre zu gerne Wechselbrücke. Und was sehe ich denn da? Der Schatten ist ein bisschen komisch, ne? Der durchsichtig. Naja, passiert manchmal. Ach, ist schon ein schönes Fahrzeug. Kann man nur sagen, man freut sich, einen neuen LKW mit im Spiel zu haben. Und ihr könnt natürlich jetzt weiterschreiben, auf welchen LKW ihr jetzt Lust habt. Und ja, ich finde es cool, dass es so schnell geht. Mal sehen, wo die Reise in den nächsten Wochen hingeht. Vielleicht gibt es irgendwann mal, so wie bei dem Scania, so ein Riesenpaket, wo der PGRS und sowas alles drin ist. Dass es auch so ein Mod für den LKW gibt. Weil sonst alle LKW MAN-Mods habe ich ja nicht mehr mit am Start. So, das soll es gewesen sein. Wir können jetzt Wechselbrücke fahren. Findet ihr toll? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin raus und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.